Kindergeld ist für Familien eine der wichtigsten staatlichen Zuwendungen überhaupt. Weil man sich aber nach der Beantragung bzw. der Bewilligung um nichts mehr kümmern muss, vergisst man gerne, dass das Kindergeld fürs Finanzamt alles andere als irrelevant ist. Mittlerweile ist es so, dass der Gesetzgeber unterstellt, dass man das Kindergeld erhalten hat. Wenn man es nämlich nicht erhalten hat, dann wird man trotzdem so gestellt, als ob man es erhalten hätte. Es lohnt sich durchaus, einen Steuerberater über die Unterlagen drüber schauen zu lassen. Spannend ist in der Überprüfung im Rahmen der Einkommensteuererklärung, ob vielleicht der Sonderausgabenabzug steuerlich interessanter und besser ist als das erhaltene Kindergeld. Außer dem Kindergeld sind noch die Kinderfreibeträge relevant. Dies sind Beiträge, die Steuerpflichtige pro Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen können. Dieser liegt mittlerweile bei 2.184 Euro pro Elternteil. Außerdem gibt es einen Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende. Der liegt bei 1.308 Euro. Den erhalten Alleinerziehende pro Kind und Kalenderjahr. Ein großer Vorteil des Kindergeldes liegt übrigens in einem Unterschied zu anderen staatlichen Zuwendungen, der Abwesenheit des Progressionsvorbehalts. Progressionsvorbehalt unterliegt ja das Arbeitslosengeld zum Beispiel oder das Mutterschaftsgeld oder das Kurzarbeitergeld, das ist, oder auch das Elterngeld. Das ist auch steuerfrei und unterliegt dem Progressionsvorbehalt, aber das Kindergeld nicht. Außerdem gibt es aktuell für Familien Grund zur Freude, denn bei der Besteuerung des Kindergeldes von Kindern in Ausbildung hat sich jüngst etwas getan. Bis zum Jahr 2011 war entscheidend, wie viel das Kind verdient, wenn es über 18 Jahre ist und noch in Ausbildung ist. Ab 2012 ist es völlig irrelevant, wie viel das Kind in Ausbildung verdient. Wenn das Kind in Ausbildung ist, dann hat es einen Anspruch auf Kindergeld und Kinderfreibetrag. Und nicht zuletzt gibt es auch Verbesserungen im Hinblick auf den Betreuungsaufwand. Es war bisher beschränkt auf 4.000 Euro pro Kind und pro Jahr. Davon 2/3. Zukünftig wird es erhöht auf 6.000 Euro Betreuungsaufwand pro Jahr und Kind. Auch wieder begrenzt auf 2/3. Wer Kinder hat, steht also steuerrechtlich vor Herausforderungen, aber vor allem auch vor Chancen, Geld zu sparen. Ein Besuch beim Steuerberater lohnt sich hier also besonders.